Hallo, ich liebe ja den Boho-Style total und seit ein paar Sommern ist er bei uns ja auch sehr trend und angesagt und aus dem Grund zeige ich euch heute drei Varianten dieser sommerlichen Armbänder. Wir benötigen ganz viel Bänder. Das können Baumwoll, Nylon oder Lederbänder sein. Und natürlich braucht ihr durchsichtiges Gummiband. Ich habe hier die Stärke 08 genommen. Dann brauchen wir noch ein paar Schmuckzangen und ganz viele verschiedene Sorten von Perlen. In allen Farben, Größen, Varianten, wie ihr möchtet. Und natürlich ein paar Anhängerchen eurer Wahl. Und dann Biegeringe und so weiter, was man zum Schmuck machen braucht. Wir beginnen mit Variante 1, den stylischen Perlenarmbändern. Und dafür brauchen wir natürlich das Gummiband, die Perlen und Anhänger eurer Wahl. Wenn ihr euch unsicher seid, wie viel ihr wirklich als Armband braucht, dann legt es wie ich einmal um euer Handgelenk rum und lasst nochmal ungefähr auf jeder Seite 5 cm über, denn das brauchen wir nachher für den Knoten. Und jetzt geht es fröhlich ans Aufhebeln und ich habe es nochmal ausgerechnet. Ich habe nachher für jede Seite ungefähr 19 Perlen gebraucht und in der Mitte dann sozusagen das Anhängerchen. Und wenn alles so passt, dann machen wir jetzt den Knoten und wir machen aber keinen Knoten, als ob wir uns die Schuhe zubinden würden, so wie ich es euch hier zeige, denn der würde wieder aufgehen am Ende. Wir müssen einen Schlaufenknoten machen, indem wir beide Bänder übereinander legen und dann einmal in der Mitte durch die Schlaufe durchfädeln und diesen Knoten dann ganz fest an die Perlen ziehen und am besten noch das Band mehrfach nachziehen. Und das machen wir von jeder Seite und auch von innen, bis dieser Knoten nicht mehr aufgeht. Um uns nochmal doppelt abzusichern, nehmen wir den Sekundenkleber und träufeln ein bisschen davon auf den Knoten drauf und lassen das gut trocknen. Und jetzt sind unsere Perlenarmbänder fertig und sollten auch nicht mehr aufgehen. Sehen doch schick aus, oder nicht? Als nächstes machen wir Armbänder in dieser Bandvariante und wir beginnen mit dem einfachen, mit dem kleinen Herz. Und dann könnt ihr das Band wieder mal an euer Handgelenk messen oder ihr macht es wie ich. Ich habe zum Beispiel die Größe 15 cm ungefähr, wenn ihr stramm nimmt und rechne nochmal 5 cm dazu, also 20. Und dann fädelt ihr einfach das Herzchen auf und macht, wie ich hier oben, diesen Schieberknoten. Den habe ich euch schon mal in meinem Flaschenvideo gezeigt vom Valentinstag. Das verlinke ich euch oben in der Infocard. Da machen wir einen Knoten rechts um das andere Band und einen Knoten links um das jeweilige andere Band. Und danach habt ihr nachher einen Verschieberknoten. Der Vorteil ist, dass euch danach nichts mehr stört und ihr das auf und zu bekommt oder auch sogar dran lassen könnt. Damit man den Knoten noch besser wieder auf und zu bekommt, mache ich an den Enden jetzt eine kleine Quetschperle ran. Ihr könnt auch jegliche andere kleine Perle dran setzen und nochmal einen weiteren Knoten, um diese zu fixieren. Das ist optional und könnt ihr selber entscheiden. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn da noch was dran ist. Die Reste abschneiden und das Ende versiegle ich nochmal mit dem Feuerzeug, weil das Nylonband sonst nochmal ausfransen würde und so sieht es einfach schöner aus. Und hier könnt ihr bei mir sehen, wie es nachher aussieht. Ihr habt auch mehr Griffigkeit, wenn ihr den Verschluss öffnen möchtet. Das Herz ist jetzt locker und kann sich bewegen oder ihr könnt es auch so machen wie mein kleiner Stern. Da seht ihr zum Beispiel, dass ich am Ende nochmal Kugeln benutzt habe und den Stern habe ich fixiert, indem ich auch den in der Mitte nochmal geknotet habe. Die dritte Variante ist der mit dem Makramee-Verschluss und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Dafür brauchen wir wieder Band eurer Wahl und einen kleinen Anhänger. Anhand unserer Maße messen wir jetzt wieder aus, wie viel wir brauchen. Und da dieses kleine Anhängerchen zwei Seiten hat, brauchen wir zwei Bänder, die wir doppelt legen, rechts und links. Und ich habe mir ausgemessen, dass ich für jede Seite ungefähr 22 cm brauche, die ich dann doppelt lege, wären es halt 11 cm.
werden jetzt rechts und links durchgefädelt und ihr könntet theoretisch hier oben noch einen Knoten reinmachen, dann habt ihr das fixiert. Ich habe es jetzt aber einfach offen gelassen. Für den Makramee-Knoten müssen wir jetzt das Armband ein bisschen vorbereiten und dafür brauche ich jetzt ein bisschen Washi-Tape und damit tape ich mir das Band etwas zurecht, damit es mir nicht im Weg rumliegt. Und nun schlage ich das Armband übereinander und fixiere die Enden nochmal mit Washi-Tape. Und wenn wir das gemacht haben, messe ich mir jetzt wieder ein Stück Extraband ab und zwar ungefähr 20 cm. Macht ruhig etwas mehr, wenn ihr euch unsicher seid. Abschneiden könnt ihr es immer wieder, aber Hauptsache ihr habt nicht zu wenig Band. Ich habe mir meine Enden jetzt hier nochmal mit dem Feuerzeug angesenkt. Das ist aber optional. Es hat mich einfach gestört und deswegen habe ich es gemacht. Unser Band sollte jetzt so liegen, dass der Anhänger rechts liegt und auf der linken Seite unser Verschluss hinkommt. Und nun nehmen wir das extra Band, legen es einmal unten durch und machen einen Knoten. Und nun sollten wir zwei gleich lange Enden Band haben und das legen wir beide vor uns hin. Wir beginnen mit der linken Seite und fädeln sie einmal unter in unserem Verschluss durch. Nehmen die rechte Seite, fädeln sie über unseren Verschluss und durch die andere Schlaufe und nehmen die untere Kordel und fädeln sie wieder durch die andere Schlaufe drüber. Und dann ziehen wir das Ganze fest. Und nun haben wir den ersten Knoten gemacht und machen das Ganze jetzt nochmal spiegelverkehrt. Also rechte Seite unterlegen, linke Seite drüberlegen, durch die Schlaufe und die untere Seite durch die andere Schlaufe und festziehen. Und so machen wir das immer abwechselnd, links und rechts, bis wir den festen Knoten haben. Wenn wir das richtig gemacht haben, sollte unsere Makramee-Technik jetzt auf beiden Seiten in etwa gleich aussehen. Und wir machen den ganzen Knoten jetzt zu, indem wir wieder einen normalen Knoten machen, darauf dann einen Doppelknoten, das schön festziehen. Dann schneide ich das Ganze ab und versenge es mit dem Feuerzeug. Und mit dem Feuerzeug bearbeite ich es so lange, bis es ineinander verschmilzt und danach fixieren wir das Ganze nochmal ganz normal mit Sekundenkleber. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis an der Makramee-Technik. Ich finde sie wirklich toll, sieht schön aus und sie ist super einfach gemacht, wenn man das einmal verstanden hat, wie es funktioniert. Nun entfernen wir noch das Washi-Tape und kümmern uns um die Enden unseres Verschlusses. Unsere Enden sind ja jetzt logischerweise das Ende des Bandes, was wir am Anfang benutzt haben. Und ich schiebe jetzt auf jedes der vier Enden nochmal eine Perle, setze einen Knoten und fixiere den auch nochmal mit dem Feuerzeug.
einmal unsere drei Varianten Armbänder, einmal mit den Bändern und einmal die Perlenvariante. Und ich liebe es auch in Kombination zu tragen. Das ist diesen Sommer einfach mein absolutes Highlight. Ich habe schon ganz viele Varianten gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ihr habt jetzt Lust, diese super stylischen Armbänder nachzubasteln. Wenn ja, dann schickt mir doch Bilder mit dem Hashtag BeckyLemonDIY. Wenn ihr jetzt noch Lust auf weitere Bastelanleitungen habt, dann klickt doch nochmal in das Armbandvideo rein, was ich sonst nochmal gemacht habe. Oder klickt nochmal in das Neko Art Zume Fimo Tutorial rein. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Und bis bald. Tschüss.